Eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland wurden bereits Opfer sexueller Gewalt durch Erwachsene. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Missbrauch findet meistens im direkten sozialen Umfeld statt. Angehörige, Personen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis der Familie, aber auch Mitarbeitende in Schulen und Freizeiteinrichtungen üben sexuelle Gewalt aus. Eine Stelle, an die sich betroffene Kinder und Jugendliche wenden können, aber auch Erwachsene, die sich Sorgen machen, ist der Kinderschutzbund. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wir bekommen Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Meistens sind es Eltern oder nahe Angehörige, die entweder einen konkreten Fall haben, beispielsweise es ist etwas in der Familie passiert, oder sie haben einen Verdacht, dass etwas passiert ist. Und es geht bei uns hauptsächlich ums Thema sexualisierte Gewalt. Das ist das, wofür unsere Fachberatungsstelle spezialisiert ist. Auch andere Gewaltformen, aber eher diesen Fokus. Die Erfahrung, dass Täterinnen und Täter oft aus dem direkten Umfeld der Kinder kommen, machen die Verantwortlichen auch hier. Man geht davon aus, dass es 80% tatsächlich im sozialen Nahraum sind. Es ist nicht, wie man manchmal das noch im Kopf hat, mit dem Transporter mit abgedunkelten Scheiben, der die Kinder einfach holt. Es ist tatsächlich meistens Menschen aus dem sozialen Nahfeld, was ja auch diese Täterstrategien, also es ist was nicht von heute auf morgen passiert, sondern es hat ganz viel mit einer Anbahnung auch zu tun, wo geguckt wird, wie reagieren Kinder zum Beispiel, wie kann ich ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, wie kann ich einen Geheimhaltungsdruck herstellen. Das sind viele Dinge, die Stück für Stück passieren und wo einfach im sozialen Nahraum viel, viel mehr Möglichkeiten auch da sind. Die Mitarbeitenden des Kinderschutzbunds sprechen mit Eltern und Betroffenen, geben einen Überblick über die Anlaufstellen. Für das Jahr 2022 verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik 15.520 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch und 42.075 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von Missbrauchsdarstellungen, sogenannter Kinderpornografie. Das Dunkelfeld ist aber um ein Vielfaches größer. Besonders bei Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen im Internet hat sich die Zahl von 2020 auf 2022 verdoppelt. Auch hier in der Region bleibt die Fallzahl hoch. Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern haben wir im Jahr 2022 207 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu verzeichnen gehabt. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 2021, da waren es 249 Fälle, hatten wir tatsächlich einen Rückgang um 16,9%. Allerdings muss ich dazu sagen, in diesem Phänomenbereich ist das Dunkelfeld sehr hoch, weswegen die polizeilichen Fallzahlen nur einen eingeschränkten Bereich auf die Verbrechenswirklichkeit haben. Er rät, wachsam sein und auch kleine Verdachtsmomente ernst nehmen. Wenn so ein Verdacht einer Sexualstraftat, eines sexuellen Missbrauchs von Kindern kommt, dass die Geschädigten oder auch das Umfeld, dem dieser Verdacht nahe kommen, dass sie eben nicht wegschauen, dass sie hinsehen, dass sie dem Verdacht nachgehen und dann auch Hilfe holen. Im Paragraph 176 des Strafgesetzbuchs ist sexueller Missbrauch von Kindern unter Strafe gestellt. Die Strafen variieren. Oft müssen Täter anschließend eine Therapie machen, landen dann unter anderem in der psychotherapeutischen Fachambulanz der Stadtmission Nürnberg. Der Ort ist geheim, um die Täter zu schützen. Wir treffen Miriam Kolter und Nicola Buchen-Adam in der Geschäftsstelle der Stadtmission. Sie leiten die Fachambulanz gemeinsam. Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, Psychotherapie anzubieten für Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Und dabei verfolgen wir das Ziel, in der Psychotherapie das Risiko für erneute Straftaten zu reduzieren. Gleichzeitig versuchen wir damit auch einen Beitrag zu leisten, gesellschaftlich gesehen die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und auch zu unterstützen, dass keine weiteren Menschen schwere Straftaten erdulden müssen. Die wenigsten kommen freiwillig hierher. Meistens sind es verurteilte Straftäter, die bei der Fachambulanz in Therapie sind.
90% der Menschen erhalten eine Therapieweisung, entweder wenn sie im Rahmen einer Bewährungsstrafe verurteilt werden oder nachdem sie aus Haft entlassen werden. Und weitere 10% kommen freiwillig, öfters, wenn sie zum Beispiel ein laufendes Verfahren wegen Kindermissbrauchsabbildungen haben und sich dort schon um Unterstützung auf der Suche sind nach Unterstützung. Die Therapie ist sehr individuell, je nach Fall. Manche Vorgehensweisen ähneln sich jedoch. Wir lesen die Akten durch, sprechen mit den Klienten, wir stellen ihnen Fragen, wie ist ihre Kindheit verlaufen, wie waren die Beziehungen zu Eltern, zu Geschwistern, zu Partnerinnen, in welcher Situation, in welcher Lebenssituation hat denn diese Straftat stattgefunden, wie sehen Sie selbst die Straftat, wie glauben Sie, dass es dazu gekommen ist, wie beurteilen Sie sie denn heute, nachdem das ja oft schon relativ lange zurückliegt, die Straftaten, bis sie zu uns kommen. Und wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Wie lange die Therapie dauert, unterscheidet sich stark von Fall zu Fall. Im Durchschnitt sind es 2 Jahre. In Nürnberg und Regensburg zusammen werden aktuell rund 200 Klienten behandelt. Was oft ein Problem ist, ist, dass manche Klienten sich auch selber überschätzen. Die sagen, ja, ich weiß, das war schlecht und ich war jetzt in Haft dafür und das mache ich ja nie mehr. Also das ist ja klar und da brauche ich auch keine Therapie, weil das weiß ich ja, dass ich das nicht mehr mache. Also das ist oft so eine Hürde, wo man ein bisschen noch genauer natürlich nachfragt, was ihn da so sicher macht und dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Also das ist so auch so ein Thema, was häufig kommt. Trotzdem kommt es zu Rückfällen. Von den Rückfallzahlen ist es ja grundsätzlich so, dass Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben, eher ein geringes Rückfallrisiko haben. Also es liegt so unter 10%. Und bei uns ist es so, dass, und häufig ist es auch so, dass die Straftaten dann geringer von der Schwere her sind. Wenn erneute Rückfälle dann, wenn es zu erneuten Rückfällen kommt, sind die eher nicht in dem Schweregrad. Wenn jetzt jemand vorher zum Beispiel einen Übergriff auf ein Kind begangen hat, dann kann es eher sein, dass er dann zum Beispiel auffällt mit dem Konsum von Missbrauchsabbildungen. Und das ist also auch unsere Erfahrung, dass es zu solchen Delikten eher kommt, aber jetzt weniger zu schweren Rückfällen. Für die Klienten ist die Therapie kostenfrei. Finanziert wird die Fachambulanz zum Großteil vom Bayerischen Justizministerium. Die Arbeit mit Straftätern erfordert hohe Professionalität, aber auch Einfühlungsvermögen. Wir versuchen zu trennen, ja, zwischen der Tat, was er getan hat, die wir als verwerflich ansehen, ne, und die der Klient in der Regel auch als verwerflich ansieht. Ja, kaum jemand verteidigt seine Tat, sondern ist auch selber vielleicht beschämt darüber und verurteilt sich selber dafür. Aber auch den Menschen zu sehen, dass der Mensch ja auch nicht nur der Täter ist sozusagen, sondern er hat Schwächen, Fehler, falsches Verhalten gezeigt, aber er hat auch positive Anteile und vor allem hat er oft den Wunsch, selber auch was zu ändern und das nicht mehr zu tun und mit diesem sich zu verbünden sozusagen, mit diesem Anteil hilft, dass wir auch dann auch Zutrauen zu ihm dann gewinnen oder Vertrauen auch gewinnen können, dass man auf diese gesunden Anteile sozusagen setzt und mit ihm daran arbeitet, dass er in Zukunft eben straffrei leben kann. Miriam Kolter und Nicola Buchen-Adam ist es wichtig, Pädophilie per se nicht zu stigmatisieren. Viele Betroffene hätten ihre Neigung gut unter Kontrolle. Relevant ist dabei noch zu sagen, dass es viele Menschen gibt, die eine Pädophilie haben und auch daran leiden und die noch nie einen sexuellen Übergriff begangen haben und das auch nicht tun werden. Gleichzeitig gibt es auch eine relevante Anzahl von Menschen, die einen sexuellen Übergriff gegenüber einem Kind begangen haben und die keine Pädophilie haben, wo dann andere Faktoren mit dazu beigetragen haben, dass es zu dem Übergriff gekommen ist. Auch Christian Höllfritsch vom Kinderschutzbund hat einen Wunsch an die Gesellschaft. Dass darüber gesprochen wird, also dass die Informationen weitergetragen werden. Es geht nicht darum, schlimme Dinge oder Horrorbilder weiter zu verbreiten, sondern die Informationen weiterzugeben, wo kann man sich Hilfe holen. Also dass das Thema nicht tabuisiert wird, sondern dass man sich damit auseinandersetzt. Das würde ich mir von der Gesellschaft wünschen. 7 hauptamtliche Mitarbeitende hat der Kinderschutzbund Nürnberg. Täglich werden sie mit schwierigen Themen konfrontiert. Psychohygiene ist generell in jedem sozialen Bereich, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig.
Für mich ist es ganz viel auch einfach die Arbeit ist Arbeit, hier auch so eine Tür zumachen zu können. Ich weiß, ich habe hier in meinem Team, ich kann immer mich austauschen, wenn jetzt irgendwas noch gerade nicht passt. Ich wüsste auch, wenn Freitagnachmittag noch was ist, dann könnte ich im Team kurz eine WhatsApp schreiben und sagen, hey, ich muss da noch mal kurz drüber reden, ich brauche was. Und einfach in der Freizeit einen Ausgleich auch zu schaffen, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt mit Freunden, mit Familie was zu unternehmen. Ich glaube, da würde aber jeder die Antwort auch anders beantworten. Und was für mich auch nochmal so ein Satz ist, den ich mir immer wieder hervorhole, ich bin Teil der Lösung. Also es geht ja darum, wenn die Menschen hierher kommen, dann soll es ja besser werden danach. Trotz der hohen Zahlen bleibt sexueller Missbrauch von Kindern ein Tabuthema. Mit Aufklärung und niedrigschwelligen Hilfsangeboten gehen Christian Höllfritsch und Melissa Hammerer vom Kinderschutzbund dagegen vor. Um betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen und, soweit wie möglich, weitere Fälle von Kindesmissbrauch zu verhindern. Doch es ist auch klar, nicht nur die Opfer, auch die Täter brauchen Hilfe.